Wirkdauer, bedingte Wirkung, Einnahmemöglichkeiten, Nebenwirkung, Tragedauer und Temperaturempfindlichkeit. Alles Aspekte, von denen ich hoffe und denke, dass sich Insuline in Zukunft in diesen überhaupt oder noch weiter verbessern. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich mal ein bisschen über die zukünftigen Entwicklungen der Insuline spekulieren möchte. Und den Anfang macht da heute die Wirkdauer. Seit der Entdeckung des Insulins vor 100 Jahren sind die langwirkenden Insuline ja immer länger wirkender geworden und die schnell wirkenden Insuline sind immer schneller wirkender geworden. Weil man sich damals mal dachte, wir müssen die Insuline am besten so verändern, dass sie noch schneller wirken, um so die Anstiege nach den Mahlzeiten im Blutzucker irgendwie besser in den Griff zu bekommen. Und man ist ja glücklicherweise auch heute schon so weit, dass man nur noch einen sehr geringen bzw. bis fast gar keinen Spritzessabstand mehr einhalten muss. Ich hoffe aber, dass man da vielleicht trotzdem, dass man das trotzdem noch schneller hinkriegen kann, sodass man diesen Spieß irgendwann vielleicht sogar umdrehen könnte. Also man könnte, nachdem man gegessen hat, sagen, ich habe gerade so und so viel gegessen, also spritze ich dafür jetzt die und die Menge an Insulin und schieße das Insulin quasi dem bereits gegessenen Essen hinterher, aber letztendlich würden trotzdem beide gleichzeitig passend noch im Körper in der Blutbahn irgendwie ankommen. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber auch für Closed-Loop-Systeme wäre das eine weitere Vereinfachung, denn die können ja auch nur so schnell handeln, so schnell reagieren, wie dann letztendlich das Insulin im Körper ankommt. Und wenn man da jetzt einfach noch schneller wirkende Insuline hätte, dann wäre einfach der Handlungsspielraum für diese Systeme größer. So könnten die dann einfach noch ein bisschen agiler werden. Und im besten Fall kriegt man es dann gleichzeitig auch noch so hin, dass man generell die ganze Wirkung irgendwie noch so ein bisschen mehr zusammenstaucht, also auch das Wirkende früher einsetzen würde. Ich denke, dass das nämlich auch hilfreich sein könnte für die Berechnung dieser Closed-Loop-Systeme, weil je schneller die Wirkung des bereits gespritzten Insulins wieder enden würde, desto weniger müssten die Algorithmen also abwarten, bis das gespritzte Insulin den Blutzucker tatsächlich beeinflusst hätte bzw. noch beeinflussen könnte. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall auch eine sehr große Chance für die Closed-Loop-Systeme, was diese schnellere Wirkdauer von Insulin angeht. Aber natürlich auch nicht zu vergessen, länger wirkende Insuline. Ich meine, es ist immer schön, wenn man einfach ein Insulin hat, was man sich jetzt nicht einmal am Tag spritzen muss, sondern wo es reicht, wenn man das beispielsweise einmal in der Woche tut. Da gibt es meiner Meinung nach auch keine Grenze, wo man dann irgendwann sagen würde, ah ja, nee, das ist jetzt viel zu lange. Und als ich dann letztes Jahr mal so drüber über die Wirkdauer nachgedacht habe, bin ich auch auf die Idee gekommen von variablen Insulinen, also auf die Wirkdauer bezogen. Habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gelesen, noch nie irgendwo ein Gerücht darüber gehört, dass sowas tatsächlich in der Forschung sei, aber stelle ich mir an sich ziemlich praktisch vor, wenn man einfach einen Insulin hätte, bei dem man jetzt sagen könnte, ich brauche gerade die und die Wirkdauer und jetzt brauche ich beispielsweise eine bisschen längere Wirkdauer. Je nachdem, was ich eben gerade esse. Also wenn ich beispielsweise gerade eine Pizza esse und dann dementsprechend einfach selber einstellen kann, dass die Wirkdauer gerade ein bisschen länger sein sollte. Keine Ahnung, ob das biologisch überhaupt in irgendeiner Ansatzweise irgendwie denkbar sein könnte, aber stelle ich mir persönlich ziemlich cool vor. Kommen wir zum nächsten Punkt, bedingte Wirkung. Das ist ein Aspekt, den Insuline im Moment noch gar nicht haben, aber diesen Ansatz an sich gibt es schon seit etlichen Jahren, sogar Jahrzehnten. Und vor knapp 2 Jahren habe ich dazu auch sogar schon mal ein Video gemacht. Aber hier will ich es natürlich trotzdem nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Mit smarten Insulinen meint man Insuline, die eben nicht einfach bedingungslos wirken, so wie es gerade der Fall ist. Smarte Insuline wirken nur dann, wenn der Blutzucker tatsächlich zu hoch ist, also dann, wenn sie wirklich gebraucht werden. Im Moment ist es ja so, im besten Fall muss man sich immer die exakt passende Menge an Insulin spritzen für die Kohlenhydrate, die man da gleich essen wird. Bei smarten Insulinen müsste man allerdings lediglich dafür sorgen, dass man sich vorher ausreichend Insulin spritzt und dann würde trotzdem nur die Menge an Insulin wirken, die eben tatsächlich gerade gebraucht werden würde. Letztendlich würde sich dadurch also die Arbeit, die man für sein Diabetesmanagement im Alltag aufwenden müsste, um ein Vielfaches reduzieren, dadurch, dass man ja einfach nur dafür sorgen müsste, dass immer genug Insulin wirkend an Bord wäre, aber trotzdem würde sich die Einstellung um ein Vielfaches verbessern und nahezu perfekt werden. Ich kann mir kein Closed-Loop-System dieser Welt vorstellen, was so eine gute Einstellung hinkriegen würde, wie ein smartes Insulin. Und das Schöne ist, das Ganze hat tatsächlich schon in der Forschung funktioniert. Forschern ist es nämlich gelungen, einer Maus so ein smartes Insulin zu spritzen und dann den Blutzucker für 10 Stunden im Zielbereich zu halten, ohne dass durch zusätzliches Insulin eine Unterzuckerung entstanden ist.
Das wäre die größte Revolution seit der Entdeckung des Insulins vor 100 Jahren und ich bin einfach nur begeistert davon. Next one sind die Einnahmemöglichkeiten. Im Moment kommt man leider einfach nicht drum herum, man muss sich das Insulin leider immer wieder richtig spritzen. Und tatsächlich habe ich diesem Aspekt auch schon mal ein ausführliches Video gewidmet. Ein Ansatz, um diese Spritze zu ersetzen, ist das Insulin in einer Kapsel. Man hat sich bei der Entwicklung so einer Kapsel nämlich einfach an einer Schildkröte orientiert. Denn egal wie die fällt, die landet letztendlich immer wieder auf dem Bauch und mit diesem Panzer nach oben. Und genau so hat man auch die Kapsel entwickelt. Wenn man die jetzt also runterschluckt, dann landet die auch immer genau in der gleichen Position wieder im Magen und dann quasi auf dem Bauch. Und dort löst sich dann eine kleine Nadel und durch diese Nadel kann das Insulin dann einfach direkt durch die Magenschleimhaut in den Blutkreislauf injiziert werden. Ein anderer Ansatz ist das Insulin als Pflaster. Beispielsweise könnte man sich das einfach so vorstellen wie ein Nikotinpflaster, was man sich einfach so irgendwo hinklebt und dann gibt dieses Pflaster da kontinuierlich Insulin ab. Und dementsprechend könnte ich mir jetzt auch am ehesten als Ersatz beispielsweise für ein Basalinsulin vorstellen, was man dann eben einfach alle 2-3 Tage irgendwie wechselt. Und dadurch bräuchte man sich dann eben nicht mehr diese einmalige Basalinsulinspritze am Tag geben. Aber jetzt einfach nur so als normaler Ersatz, beispielsweise man müsste auch dieses Pflaster jeden Tag wechseln, da würde selbst ich mich als Insulinpumpenträger fragen, weiß ich nicht, muss das? Vielleicht bevorzuge ich dann doch lieber diese einmalige Spritze und habe dafür nicht immer kontinuierlich so ein Pflaster irgendwo an meinem Körper kleben. Ansonsten als Ersatz für das Bolus-Insulin kann ich mir diese Lösung aber gar nicht vorstellen. Außer man könnte das wiederum als smartes Insulin umsetzen. Das könnte die bedingte Wirkung dann nämlich so realisieren, dass dieses Pflaster eben nur immer dann das Insulin abgibt, wenn der Blutzucker zu hoch ist. Denn diesem Weg wird in der Forschung zu smarten Insulin tatsächlich auch schon nachgegangen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man es kombiniert mit einem langwirkenden Insulin, was man dann über das Pflaster über einen noch längeren Zeitraum abgeben kann und so vielleicht die Wirkdauer dieser Insuline noch weiter strecken könnte. In diesen Kombinationen fände ich es also schon ziemlich, ziemlich cool. Und darüber hinaus? Ansonsten sind die Möglichkeiten bei uns am Körper ja irgendwie auch ziemlich begrenzt, wie man Medikamente einnehmen kann. Mir würden jetzt nur noch ein Nasenspray und ein Ohrenspray einfallen. Aber Insulin über die Nase? Ich weiß ja nicht. Den nächsten Punkt habe ich einfach mal Nebenwirkung genannt. Damit meine ich zum Beispiel, dass das Insulin zwischendurch brennt. Ich hatte das eine Zeit lang mal irgendwie öfters. Mittlerweile ist es nur noch, wenn ich wirklich eine ganz ungünstige Stelle erwischt habe oder den Katheter zu lange liegen gelassen habe. Dann brennt es einfach, wenn ich dort weiter das Insulin durchspritze. Ich habe es aber auch schon von anderen Leuten beispielsweise gehört, dass bei denen ein ganz bestimmtes Insulin immer konsequent brennt. Das heißt, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, den man noch optimieren sollte, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Der nächste Aspekt geht auch etwas in die Richtung, und zwar die Tragedauer von Infusionssets. Im Moment ist es ja so, dass man fast alle Katheter von Insulinpumpen alle 2 bis 3 Tage wechseln sollte, da die Dinge ansonsten schnell verstopfen, Verhärtungen entstehen können und das Ganze dann, wie gerade gesagt, einfach irgendwie brennt und wehtut. Es ist jetzt zwar von Medtronic auch schon ein Infusionsset auf den Markt gekommen, was man zumindest offiziell nur noch alle 7 Tage wechseln muss. Das heißt, dort wurde irgendwas an diesem Katheter direkt geändert, sodass das einfach länger funktionieren soll. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass man eben auch unter diesem Gesichtspunkt an den Insulin arbeiten könnte, um dann eben auch in Zukunft die Tragedauer von Infusionsset irgendwie verlängern zu können. Und wenn im besten Fall irgendwie sogar an beiden Stellschrauben versucht würde, weiterzuarbeiten, wer weiß, vielleicht kommt man in Zukunft sogar mal auf 2 bis 3 Wochen, die man dann so einen Katheter liegen lassen kann. Hätte ich auf jeden Fall kein Problem mit, beziehungsweise fände ich auf jeden Fall richtig top. Last but not least, die Temperaturempfindlichkeit ist der letzte Punkt für heute und ich muss es wahrscheinlich niemandem erzählen. Ab dem Gefrierpunkt wird es schon ziemlich, ziemlich kritisch für das Insulin. Habe ich auch jetzt im Nachhinein eine lustige Story, über die ich auch schon mal in einem Video geredet habe. In dem Moment war ich aber schon ein bisschen geschockt, da mir das Insulin, mein kompletter Insulinvorrat im Urlaub mal fast eingefroren wäre. Eben aufgrund dessen, dass ich dort am Anfang erstmal das Insulin einfach in den Kühlschrank gepackt habe, aber gar nicht darauf geachtet habe, wie kalt er tatsächlich eingestellt gewesen ist und erst dann im Nachhinein gemerkt habe, dass das für das Insulin auf jeden Fall viel zu kalt dort im Kühlschrank gewesen ist. Aber auch zu viel Hitze ist leider nicht so wirklich gut für das Insulin. Dementsprechend, wie wäre es mit Insulin, die einfach ein bisschen robuster gegenüber relativ üblichen Temperaturen wären? Also das wäre mein absolutes Trauminsulin. Ein smartes Insulin, welches man einmal die Woche per Kapsel schlucken muss und was man zusätzlich noch bei allen gängigen Temperaturen ganz einfach lagern kann.
Was wäre euer Wunsch Insulin? Fallen euch noch weitere Punkte für die Entwicklung ein? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.